the milk price varies, but at the moment you're talking about 25 to 26 cents a litre, which is significantly below the cost of production, and farmers have yet to learn that increased scale, that the greater number of litres you have at a loss making operation, the bigger the hole you're digging. And what's the mood of the farmers? Well, you know, I suppose there was a lot of optimism amongst a lot of Irish farmers in advance of the abolition of quotas when milk prices were at 39 cents a litre, but that has evaporated at this point in time, and there is a degree of frustration there with Minister Coveney and the government, and I think farmers will become extremely militant in Ireland in the spring of 2016. That will be certainly my prediction. You know, the full consequences of the milk price haven't been felt yet, with milk constituents on the rise coming towards the end of lactation, but certainly Irish dairying is in a vulnerable place if we find ourselves at this price for April, May and June of 2016. Die Milchpreise ist ungefähr 28 Euro Cent pro Liter. Wir haben große Probleme mit den Milchpreisen. Ja, wir haben große Betriebe in Dänemark, das ist nur die Entwicklung in Dänemark. Aber wir haben ganz viel investiert die letzten 5 Jahre. Aber ja, wir brauchen auch Geld davor. Gut, wir haben ganz große Schulden und das ist die größte Problem heute, ja. The average age of the farmer in Denmark is 60 years, so that's also a problem. And at the moment, 86% of the milk producers produce under the cost price. Nordwestdeutschland, Niedersachsen ist der Preis jetzt flächendeckend auf 25 Cent gesunken. Wir haben ja die großen exportorientierten Molkereien und auch die Kollegen, die sehr stark ins Wachstum gegangen sind in den letzten 2-3 Jahren, schon vor dem Auslauf der Quote. Und da muss man jetzt feststellen, dass gerade diese Wachstumsbetriebe auch ja, mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie stehen eigentlich vor den Scherbenhaufen ihrer Betriebsentwicklung. Und auch wenn sie nicht unbedingt im BDM oder in der ABL organisiert werden, werden sie jetzt aktiv. Es gibt dort sehr spontan organisierte, ziemlich große Demonstrationen von jungen Leuten. Im Moment vor allem vor den Handelsketten. Und man stellt auch fest, dass da jetzt ja, eine sehr große Verunsicherung und Nachdenklichkeit sich breit macht. Die Leute fangen zum ersten Mal an nachzudenken, ob das denn alles so geschieht hat, diese Weltmarktchancen, die man uns da ausgemalt hat. Which is 19 euro cents. Yeah, sure. And then small farmers, the farmers who have around 7 million cows, they get only 10 cents. So the situation, as you can see, is really tragic. So the farmers, they are selling their cows. Zusammen. Wir haben ein strukturelles Problem. Wir brauchen eine andere Lösung wie jetzt. In einer Krise wie jetzt müssen wir ein Instrument haben, dass wir dass die Milchmenge angepasst wird. Das ist sehr wichtig für uns. Ja. Le problème, c'est que le prix est trop bas. Donc, pour l'instant, il touche 24-25 cents au litre. Les grosses laiteries coopératives avaient prévu une baisse jusqu'à 22. Non, les éleveurs laitiers en Belgique n'acceptent pas la situation actuelle. Ils se posent beaucoup de questions pour voir quel va être leur avenir, même ici très prochainement.
La solution, ben, pour moi, ça sera la régulation. Mais si on ne l'a pas, je me demande ce que ça va être comme catastrophe.